Herzlich willkommen zum Review zu Raik aus dem Phantasialand. Ja, bei Raik handelt es sich um einen Family Boomerang Coaster von Vekoma, der in der gesamten Themenwelt Klugheim zusammen mit Taron am 30. Juli 2016 eröffnet hat. Fürs Phantasialand typisch ist ja die ganze Bahn natürlich mal wieder super thematisiert, weil, wie gesagt, Klugheim, hallo, geil, Felsen und so. Auf jeden Fall sieht das echt sowas von geil aus, wirklich. Das Theming ist echt richtig, richtig geil. Die Bahn besitzt auch mehrere Weltrekorde, unter anderem besaß sie auch mal den Titel als längster Family Boomerang der Welt mit 210 Metern. Dieser geht jetzt aber einer Duelling Family Boomerang in den Niederlanden, und zwar Tweestreet oder wie man das auch immer ausspricht. Google einfach mal danach, dann sehen wir. Durch diese Höhe von 25 Metern kommt die Bahn übrigens auf eine Spitzengeschwindigkeit von 62 km/h, was schon ordentlich ist für eine Familienbahn. Also sie macht auch so 50 km/h wirklich Spaß. Welche Dinge auf jeden Fall gar keinen Spaß machen, sind einerseits erstmal die Bügel. Es sind zwar Schoßbügel, was ich schon mal viel besser finde als diese Kack-Schulterbügel-Dinge, aber ich kenne auch keinen Family Coaster, der Schulterbügel hat. Wenn ihr einen kennt, schauen wir uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Aber an sich sind die Bügel okay, wir sitzen in diesen Sitzen auch relativ bequem, die sind okay, aber ja, erst einmal hast du in diesem Wagen von Vekoma echt wenig Platz, und die Bügel haben unten noch so ein Schienbein-Ding, das echt richtig nervig ist. Also ich habe nicht nur mir das so, das ist ja auch bei anderen so, die finden diese Dinge auch echt scheiße. Wahrscheinlich war da irgendwie so ein übermotivierter TÜV-Prüfer, der gesagt hat, ja, da müssen China-Dinger hin, sonst kann das Ding nicht öffnen oder so. Also, das ist echt richtig behindert, wirklich. Was aber noch viel schlimmer ist und echt mein größter Kritikpunkt an der Bahn ist die Kapazität. Denn die liegt nur bei 720 Personen pro Stunde, und das ist auf jeden Fall zu viel zu wenig bei einem Park, der seit Klugheim gefühlt überrannt wird. Und 720 Personen pro Stunde ist nicht viel. Wirklich, dadurch kann es da echt mal zur Wartezeit kommen, was bei meinem letzten Besuch aber glücklicherweise nicht der Fall war. Was aber wirklich richtig geil bei der Bahn ist, dass die sich sowas von smooth fährt und wirklich viel angenehmer zu fahren ist als Taron, die aber halt genauso alt ist wie... Ach, was rede ich da hier? Ich hab's doch schon erwähnt, dass die gleich alt sind. Boah, was laber ich für ein Scheiß. Hochgezogen wird der Zug übrigens durch Reibräder, und das auch noch rückwärts, ist ja ein Boomerang, fährst du halt vorwärts und auch rückwärts. Und ja, normalerweise kommt halt so ein Kettenlift zur Benutzung, aber in diesem Fall waren es halt Reibräder, oder sind es immer nur. Ich kann euch, by the way, noch mal eine kleine Story erzählen, was passiert ist und was auch richtig geil ist. Also, bei meinem letzten Besuchstag sind wir die Bahn bestimmt dreimal gefahren oder so, aber es war auch echt nicht viel los. Abgesehen von River Quest war da echt, da müssten wir vielleicht maximal 20 Minuten anstehen oder so, aber auf jeden Fall ist bei einmal so passiert, bei einer Fahrt passiert, dass wir schon allein gefahren sind und direkt neben uns der Zug von Taron gefahren ist. Das war so schön. Engelsrufe sind nichts dagegen. Das ist die Q-Line der Bahn ist auch nicht wirklich aufregend. Hast ein paar Bretter, Buden da, und gehst durch so einen Raum, wo in der Mitte so ein Pendel hängt, aber wirklich extrem viel passiert da nicht. Aber ist auch nicht hässlich. Ich sag ja nur, dass da nicht wirklich viel passiert, aber ist schön. Also, ja. Die Bahn hat auch einen eigenen Soundtrack bekommen, der ja auch wirklich sehr, sehr geil ist. Und wenn ich das nicht vergessen habe, läuft der gerade auch schon die ganze Zeit im Hintergrund. Ich hoffe, ich werde daran denken, aber zu 60% vergesse ich das eh wieder. Wenn der Zug dann auf dem Lifthill oben steht, ist da halt auch noch mit Soundeffekten untermalt, was auch sehr geil ist. Und dann geht es halt nach unten über so einen kleinen Erdmühl samt Umschwung in der Rechtskurve. Und unten in einen Tunnel, ich liebe Tunnel, die sind sehr geil, in so eine Kurvenkombination, wo man ein paar G-Kräfte spürt, was echt überraschend war. Dann wieder nach oben, über dieses, ja, wie soll ich das beschreiben, das ist so, sieht so ein bisschen wobbelig aus. Und fährt man den ganzen Weg dann wieder rückwärts zurück, natürlich dann halt mit niedrigerer Geschwindigkeit, aber
sehr logisch. Reik ist wirklich eine sehr, sehr geile Familienbahn, die auch anderen Fuzzianen wirklich Spaß macht. Abgesehen von der Kapazität ist die Bahn echt geil. Also, bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Schaut, was sonst auf dem Kanal gibt. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann. Ciao.